Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Dutio Self-Inspiration Kids Club. Ich bin's Kati und ich bastel heute mal wieder was für Hannah Vogel. Ein kleines Windrad, schön für den Sommer, zum Spielen oder zum Dekorieren. Auf jeden Fall wird Hannah das sicher sehr, sehr gut gefallen und das ist auch ganz einfach nachzumachen. Ihr braucht dafür nur ein bisschen buntes Papier, so einen Cake-Pop-Stiel. Die passen genau in die Hand von Hannah oder auch von allen anderen Playmobil-Figuren. Super praktisch und die kann man kaufen eigentlich, um da Cake-Pops oder Lollis selber zu machen. Gibt es in so Verpackungen gleich mit 100 Stück. Da kann man also sehr viel mit basteln. Ihr braucht eine Schere, wer mag noch ein bisschen Sticker zum Verzieren und Flüssigkleber. Als erstes kürze ich diesen Stiel ein bisschen, denn das ist viel zu lang für Hannah. Wenn Hannah das Windrad halten möchte, dann soll das ja höchstens bis hier so gehen. Deswegen werde ich den Stiel hier einmal abschneiden. Das sind jetzt ungefähr 4 cm. Und als nächstes brauche ich mein Blatt Papier. Da schneide ich mir auch ungefähr so ein Feld mit 4 cm mal 4 cm. Das kann man sich dann einfach so abmessen mit dem Stiel. Und hier bei meinem Muster kann ich mich gut an den Kronen orientieren und einfach hier durch die Kronen durchschneiden. Oder an den Kronen entlang. Also ein kleines Papierquadrat, ebenfalls der Größe 4 cm mal 4 cm. Das schneide ich jetzt an den Ecken ein, aber nicht ganz bis zur Mitte, sondern ungefähr so 1 cm lang einschneiden oder etwas mehr, 1,5. Auf jeden Fall darf man nicht bis zur Mitte kommen. Und das mache ich an allen 4 Ecken. So, und mein Papier ist jetzt von hinten weiß und von vorne bunt. Und wenn ich das jetzt hier einknicke, dann kommt ja das Weiße nach vorne. Jetzt muss man sich überlegen, möchte man es so haben? Oder man kann es jetzt natürlich auch noch umdrehen und so knicken. Dann ist der Untergrund weiß und dann kommt Pink hier so nach vorne. Ich glaube, das finde ich so rum schöner. Deswegen werde ich das jetzt einfach so rumknicken. Und jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Klebstoff. Den mache ich genau hier in die Mitte. Und ihr habt schon gesehen, ich knicke die erste Ecke hier zur Mitte. Dann die nächste Ecke. Dann wieder die nächste. Und hier die letzte auch noch. Gut einmal in der Mitte festdrücken, damit das mit dem Klebstoff auch gut festhält. In die Mitte kann man jetzt schön noch einen kleinen Sticker kleben. Ich habe mir so ein kleines Herzchen ausgesucht. Und hier von hinten, da kommt jetzt auch nochmal Klebstoff dran. Und da kommt der Cake-Pop-Stiel rein. Und das Ganze einmal gut antrocknen lassen. Und wenig später ist Hannas niedliche kleine Windmühle dann fertig. Ich finde, das sieht so süß aus, Hannah mit dieser riesengroßen Windmühle. Wie findet ihr das? Habt ihr vielleicht Lust, das nachzubasteln? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Dann gerne auch auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button klicken, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!